Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Hearthstone. Wir spielen heute mal wieder ein Deck, das vor kurzem erst verbessert wurde. Und zwar handelt es sich hierbei um einen Wild Freeze Mage. Und dieser Freeze Mage spielt nun Cosmic Anomaly. Und zwar als One-Off, weil man braucht sie nicht so oft. Sie ist eigentlich hiermit nur ein Finisher. Die Combo, die man haben möchte im Freeze Mage, ist ja meistens Emperor Thorison, der einem die Feuerbälle, die Frostballs, und zusätzlich noch die Ice Lands billiger macht. Die Combo ist dann natürlich, hey, wir schießen hier Schaden. Natürlich gehört Forgotten Torch auch noch zu den Karten, die man billiger machen möchte. Wir schießen hier damit dann den letztendlichen Lethal Damage und versuchen vorher mit Alex Traja oder wie man sie auch immer aussprechen möchte, das Leben des Gegners auf 15 zu verringern. Das einzige Deck, wo das nicht, oder besser gesagt, die einzigen zwei Decks, wo das nicht funktioniert, ist irgendwie der absolute Control Warrior, der auf unendlich Armor geht, oder der Control Druid, der auch komplett mit Armor ausrastet. Da diese Decks aber im Wild nicht so oft vertreten sind, kann man sich jedoch sehr, sehr lange hier sustain über solche Karten wie zum Beispiel Ice Barrier und Ice Block. Das sind somit unsere wichtigsten Karten. Ansonsten haben wir natürlich noch die typischen Freeze-Kombos mit drin, die wir nutzen, um unseren Gegner einfach zu outvaluen. Ansonsten haben wir viel Card Draw mit drin. Und was bringt uns jetzt Cosmic Anomaly? Sie soll eine zusätzliche Karte sein, die mit Emperor Thorison billiger gemacht werden soll und dass wir den Gegner dann damit leafeln können. Wenn wir das jetzt einfach mal ganz grob durchrechnen, wir haben Feuerball, Cosmic Anomaly auf der Hand. Emperor Thorison haut ein einziges Mal den Discount drauf, kann man das sagen hier. Also er reduziert einmal die Mana-Kosten dieser drei Karten und wir haben damit zwei Feuerbälle für 8 Damage, die 3 Mana kosten. Das heißt also, wir spielen für 3 Mana Cosmic Anomaly raus, Feuerball für 8, 16 Schaden, Gegner tot. Andere Möglichkeit hier ist natürlich dann Frostbolt, Icelands. Die kosten dann jeweils 0, die kosten jeweils 1, Cosmic Anomaly kostet 3. Das heißt also, wir spielen raus Cosmic Anomaly für 3, spielen Doppel-Frostbolt raus, sind also insgesamt auf 5 Mana, können dann theoretisch noch einen Feuerball für volle Mana-Kosten raushauen, hätten aber insgesamt schon durch Frostbolt hier 6 Damage, Quatsch, stimmt gar nicht, es macht ja jeweils 5 Damage, das heißt also, wir haben dann hier 10 Damage schon mal geschossen, hauen dann eine Ice Lance raus, die alleine schon 4 Damage machen würde, durch Cosmic Anomaly macht sie dann 6 Damage, durch Doppel Ice Lance machen wir dann damit einfach easy going 12 Damage. Super coole Karte hier drin. Es gibt Gründe, warum man sie nicht spielen sollte. Dadurch sind leider ein paar wichtige Karten draufgegangen. Dadurch aber, dass wir des Öfteren eigentlich gerade wieder im Wild irgendwelche controlligeren Decks, möchte ich einfach mal sagen, sehen, die uns halt nicht dauerhaft hier hardcore pushen können, kann man da auf jeden Fall mit dem Mage, mit dem wenigeren Mass Removal eigentlich spielen. Ich hoffe einfach mal, dass das Deck hier gut spielbar sein wird. Ich weiß, wir sind momentan noch auf Rang 19 und ich habe auch schon in den Kommentaren gelesen, hey Scrawl, es wäre doch einfach mal besser, wenn du auf den höheren Rängen spielst. Natürlich ist es einfach, auf Rang 20 zu spielen oder besser gesagt auf Rang 19, um die bis zu Rang 10 oder sowas zu spielen. Und es wäre auf jeden Fall auch interessanter, wenn ich auf die höheren Ränge spiele. Aber Leute, ihr müsst bedenken, Zeit. Zeit ist alles. Und das ist das größte Problem, dass ich halt leider momentan nicht die Zeit dazu habe, mit im Standard wie auch im Wild hochzuspielen auf Rang 10. Das geht halt einfach vom zeitlichen Aspekt her nicht. Aber ich werde es auf jeden Fall, wenn es mir möglich ist, versuchen, damit wir die Decks auch auf den höheren Rängen mal durchchecken können. Ich weiß, es ist immer um einiges interessanter, als wenn man das hier irgendwie in den 20er Rängen oder sowas macht. Obwohl man eigentlich sagen kann, es ist um einiges interessanter, im Wild auf Rang 20 zu spielen, als im Standard. Falls ihr euch jetzt auch fragt, hey Scrawl, warum kommen eigentlich jetzt in letzter Zeit so viele Wild-Sachen? Es sind ja bald die Wild Opens. Und ich habe mir gedacht, hey, eigentlich wäre es doch mal ganz interessant, hier ein bisschen nach den Wild Opens zu gucken. What? Oh, what? Dinge, die man so erst sehr, sehr selten gesehen hat. Gut, wir können hier eigentlich pingen, können dann traden. Er wird jetzt ihn hier abtraden. Ja, okay, wir hätten wahrscheinlich direkt pingen müssen. Ist aber okay. Er baut sich jetzt hier ein kleines Board auf, das wir eigentlich ziemlich zügig denyen werden. Er wird wahrscheinlich auf die Buffs gehen. Oh mein Gott. Boah. Alter Schalter. Wollen wir hier nochmal? Ja, komm. Wir haben doch hier nochmal ein bisschen was über. Können also hier nochmal Karten ziehen. Ich muss mir jetzt gleich erstmal die Nase putzen. Das ist irgendwie immer so eine Sache, dass ich mir dann immer direkt nach dem Niesen die Nase putzen muss. Ich bin sofort wieder da, Leute.
gleich wieder am Start. Oh mein Gott, hat er hier gerade gemisst? Er hat hier gerade wirklich gemisst. Interessant, und ich überlege mir, ihn hier einfach wegzubursten. Brauchen wir aber tatsächlich nicht. Ich mache mir da eigentlich eher weniger Sorgen. Wir haben noch 8 Karten auf der Hand. Er wird jetzt ihn hier vielleicht irgendwie ein bisschen rausbringen. Bin sofort wieder da. Ich muss mir kurz die Nase putzen. So, man kann ja einfach sagen, dass der Gegner hier ein echt interessantes Deck spielt, wo ich auch momentan ein wenig Angst davor habe, was er macht, weil der Twig of the World Tree ist im Early Game eine sehr, sehr starke Sache. Ihr müsst einfach mal hochrechnen, er hat jetzt noch 4 Ticks, ja gut, okay, er würde ihn auf Turn 9 zerstören. Das heißt also, er kann einmal was für 9 Mana komplett rausspielen, kann dann einmal was für 10 Mana komplett rausspielen. Und das ist eigentlich schon so eine relativ krasse Sache, muss man einfach mal sagen. Er geht ja auch weiterhin auf den Push. Eigentlich wollte ich darauf warten, dass er hier irgendwie noch weiterhin sein Board aufbaut, aber er hat es hier irgendwie nicht vor. Ich könnte dieses Board jetzt hier natürlich schon easygoing freezen, wenn ich das wollen würde. Bin ich aber hier ehrlich gesagt nicht so ganz ein Fan von. Wir spielen Thalnos raus. Wir können uns hier gut ein bisschen klopfen lassen noch. Wir haben jetzt wieder Leben. Das bedeutet also, er muss hier ein bisschen Gas geben, weiterhin Damage machen. Okay, Argent Commander ist natürlich eine Sache, die gut ist. Damit kommt er auf jeden Fall auf den Damage, den er braucht. Wir werden hier also dann auch spielen Frost Nova plus Doomsayer. Er kann das Einzige, was er spielen könnte, wäre hier, dass er sagt, hey, ich neutralize ihn. Das würde uns einen zusätzlichen Card Draw geben. Das ist auch eine Sache, die er eigentlich nicht will. Weil zusätzlicher Card Draw bringt uns natürlich hier Vorteile. Freeze, The Doomsayer und Ping His Face. Weil wir einfach uns relativ sicher sein können, dass er hier jetzt einfach, er müsste hier volle Kanne Waffenbuffs haben, um, ja, wenn es Gonk ist. Wenn es ein Gonk-Deck ist, könnte er das sogar haben. Dann könnte er diese ganzen Damage Boosts für den Druid mitspielen und mehr als 7 Damage hinbekommen. Die Frage ist halt nur, ob er das machen will. Er swiped hier, hat vielleicht nochmal irgendwie sowas, ein Wrath oder sowas mit dabei. Okay, macht nochmal 2 Damage, dann braucht er nochmal 1 Damage zusätzlich. Okay, er kann sogar dafür sorgen, dass unser Board hier, also dass unser Dude hier gewastet wird. Das ist ein bisschen uncool, weil wir uns jetzt überlegen müssen, wie können wir hier das Ganze halten. Aber wir haben damit kein Problem. Wir freezen es einfach nochmal, spielen das hier raus und sagen uns auch einfach, hey, du sollst diesen Zug einfach mal nicht angreifen. Wie viel Damage haben wir denn hier eigentlich mit am Start? Wir haben 6, 6 und 12. Wir hauen ihm hier auch nochmal eine Ice Lance ins Gesicht rein. Ich denke nicht, dass er hier durchkommt. Wie viel Damage haben wir nochmal hier? 12, 12 plus 4, die wir nicht nutzen können, weil wir noch den zweiten Frostbolt brauchen. Ice Barrier wäre eine zweite echt eine gute Sache. Volcanic Potion wäre hier halt wirklich ein guter Draw gewesen. Es wäre cool, wenn wir Animal Lead ziehen. Er swiped Face, okay. Hero Ability. Wir haben ihm eigentlich hier einen Zug denied und das war eigentlich schon eine wichtige Sache. Er geht hier absolut aggressiv rein und wir wollen hier über Alex ihm erstmal ein bisschen Angst machen. Ich weiß, ich hätte auch mich selbst heilen können, wir haben aber Doppel-Eisblock noch mit am Start. Er muss uns noch 8 Damage an sich machen. Und da er auf sich selbst einfach keinen zusätzlichen Damage macht, außer er hat Heal mit am Start. Das denke ich aber eher weniger. Dieses Deck spielt nicht hier so großartig auf irgendwelche Heals oder sowas. Ich weiß nicht, es könnte Maligos sein. Henge Clan Thug, okay. Henge Clan Thug plus Pounce. Er wird Face gehen und damit ist es wahrscheinlich GG, oder? Ja, damit ist es... Oder, nee, Moment, ist es GG? Habe ich mich jetzt hier verrechnet? Nee, es ist noch nicht GG, oder? Er kriegt hier die Rüstung mit an den Start. 15... Sind es auf 10 Mana. Wir machen 8. Das heißt also, er hat wie viel noch? Er hat ein Health zu viel. Das heißt also, wir spielen nochmal einen Eisblock raus. Wir spielen Fireball.
Wir hätten mit dem zweiten Fireball hätten wir ihn auf 10 gebracht. Ja, genau. Das war richtig gespielt so. Wir hätten ihn jetzt hier nochmal. Wir. Pingen ihn nochmal. Und freezen ihn. Die Sache, warum ich das Ganze jetzt gemacht habe, ist einfach, dass wir ihn vorbereitet haben. Wir können ihn töten über Fireball plus Hero Ability. Er müsste sich jetzt Rüstung oder Leben generieren können. Oder einen guten Taunter. Nee, er entscheidet sich für einen Charger, für Doppelcharge. Räumt damit unsere Alex ab. Das Gute ist, wir haben, wie gesagt, hier einfach einen Ding mit am Start. Und er hat jetzt hier gehofft, dass wir keinen Feuerball plus Ding am Start haben. Werden ihm aber dieses Ganze hier ein bisschen versauen müssen, denn wir haben hier 3 Damage plus nochmal 6 Damage. Well played. War jetzt zwar nicht ganz so das krasseste Freeze-Mage-Matchup, muss ich sagen. Er ist sehr aggressiv gegangen und das ist auch ein wirklich interessantes Deck gewesen. Ich hätte mir vorstellen können, dass er irgendwie Gonk oder sowas noch mit drin hat. Ich weiß jetzt auch gar nicht. Er hat seine Ultimate Winfestation nochmal. Er hat sein Twig auf jeden Fall gut genutzt. Er hat am Anfang 2 Dudes rausgespielt. Oder besser gesagt, 1 Dude rausgespielt. Und ist dann mit Ultimate Winfestation reingegangen. Das war schon nicht die dümmste Entscheidung, das zu machen. Weil der Card Draw, diese Rüstung und so haben ihm halt auch nochmal Leben gegeben, haben ihm nochmal ein Leben gehalten. Hätten wir da ein bisschen bessere Karten gezogen, wäre das halt auch nochmal anders gewesen. Hätten wir ihn schneller pushen können, hätten wir ihn schneller lethalen können. Emperor Thorison ist halt mit einer der Key-Karten einfach in diesem Deck drin. Gerade gegen aggressive Decks ist sowas wie der Volcanic Potion natürlich super stark. Alter, das Wort Potion, hey. Wer hat sich das ausgedacht? Warrior. Wir behalten den Volcanic Potion, packen aber die anderen 2 Dudes weg. Es kann jetzt sein, dass wir hier gegen einen Pirate Warrior spielen. Das ist ja momentan immer noch ein sehr, sehr starkes Deck, ist ja immer noch T2, immer noch sehr, sehr nervig, muss ich behaupten, weil man kann halt gegen ihn sehr, sehr wenig machen, wenn man nicht im Early Game Removal hat. Das ist also so zu vergleichen eigentlich mit dem Old Paladin. Er spielt aber den altbekannten Armor Dude, das heißt, also, wir haben ein sehr, sehr großes Problem. Das heißt, wir können hier wahrscheinlich nicht genug Damage austeilen, wenn er sich jetzt hier immer weiterhin durch die Hero Ability, durch verschiedene Sachen hier Rüstung ranbringt. Doch, er spielt komplett das Control Matchup, was ein bisschen ätzend ist, aber da können wir leider nichts dagegen machen. Vielleicht ist hier wirklich Cosmic Anomaly die richtige Karte, um hier Value zu bringen. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass er ihn spielt. Bisschen uncool. Können aber dafür das Board komplett trainen. Da ist unsere Cosmic Anomaly. Wir sagen, hey, weißt du was? Nervensäge. Dadurch, dass ich denke, dass das der größte Damage-Output ist, den er jemals irgendwie so aufs Board packen wird. In kleinen Minions sollte das fein sein. Wir können ihn auch noch pingen, wenn wir wollen. Können im nächsten Zug Thanos mit rausspielen. Wir haben da auf jeden Fall Möglichkeiten. Ah, okay. Du bist so ein Deck, also. Du bist so ein Deck, also. Das gefällt mir aber nicht so gut. Komm, mach mal einen Abgang, Junge. Mach mal einen Abgang, Junge. Er will sich hier immer weiter Rüstung ranholen. Es war ein smarter Play. Gerade der Bronze Gatekeeper ist ja meistens sehr, sehr oft sogar echt unterschätzt. Weil 3 Mana 1-5 Magnetic kann man halt auf so ziemlich jeden Dude spielen. Besonders wenn man Turn 1 irgendwie den Warrior spielt, hier auf den Ethereum Rover geht. Turn 1, Turn 2 und dann mit dem Coin auf Bronze Gatekeeper spielt, ist es halt wirklich eine sehr, sehr gute Combo. Wir holen uns jetzt mal ein Secret raus, pingen ihn hier ein bisschen Face. Es ist jetzt nicht problematisch, er wird hier wahrscheinlich in meinen Mad Scientist reinhitten, wird dann über, obwohl vielleicht hittet er auch in Thanos rein. Ich bin mir da immer ein bisschen unentschlossen, wie die Gegner das Ganze hier so als Threats ansehen, also als wie gefährlich die einzelnen Karten sind. Er geht auf 7 Mana hoch und spielt jetzt schon Dr. Boom. Oh Gott, Leute, das ist. Schlimme Dinge sind passiert. Sehr, sehr schlimme Dinge sind passiert, weil Dr. Boom ist halt einfach die Value-Maschine des Todes. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie noch durchkommen werden. Wir versuchen das Ganze jetzt hier natürlich über einen hohen Damage-Output irgendwie hinzukriegen. Vielleicht haben wir die Chance, da er auch sehr, sehr controllig spielt,
wirklich über unseren Emperor Thorison, die Roaring Torch, die Forgotten Torch, der zweite Feuerball, einen Frostbolt und noch die zweite Icelands, alles zu discounten. Das wäre natürlich das Optimalste, wenn das funktionieren würde. War das smart? Du spielst ihn raus, attackst mit deiner Waffe. Meiner Meinung nach war das nämlich überhaupt nicht smart. Ja, okay, das ist in Ordnung. Wir werden halt jetzt wahrscheinlich Züge haben, wo wir einfach nur pingen und dann nichts machen. Whenever this minion takes damage. Er macht sich hier einen zweiten Dude. Wir haben eine Ice Barrier mit am Start. Das ist für mich in Ordnung. Wir spielen die Ice Barrier. Warte mal, er schießt hier 3 Schaden, gell? Ping and Face. Die einzige Hoffnung, die ich hier ehrlich gesagt habe, ist, dass er sich nicht wirklich oft die Rüstung hier erstellen kann. Man sagt ja, diese 6 Hero Abilities oder 7, 6, 7, 5, ich weiß es gar nicht, wie viele Hero Abilities sind, rotieren nicht durch, sondern sind halt alle komplett random, was eigentlich somit das Optimalste wäre, wenn wir mal ehrlich sind. Aber diese verschiedenen Hero Abilities, also dass wir da nicht immer die Armor Hero Ability kriegen, das wäre halt so mit das Wichtigste eigentlich. Ich überlege mir hier jetzt auch gerade zu sagen, hey, wenn er jetzt im nächsten Zug nicht irgendwie eine gute Ding rauskriegt. Na, ah, er kriegt die Armor Hero Ability jetzt natürlich. Das ist halt shitty, Leute. Falls ihr euch jetzt fragt, warum das Ganze shitty ist, einfach aus dem Grund, weil ich mir jetzt momentan überlegt habe, ich spiele den Doomsayer plus Frost Nova raus, dass er halt nicht die Chance hätte zu Shield Slammen. Er hat aber jetzt die Chance zu Shield Slammen. Ich glaube, ich muss das Risiko trotzdem eingehen einfach. Das Problem ist halt, 7 Armor sind halt so eine gute Kombination mit Shield Slam. Das ist 3 Mana Remove. Einen insanen Dude. Das ist halt wirklich krass. Das ist halt richtig, richtig krass. Komm, bitte hab keinen Shield Slam. Bitte hab keinen Shield Slam hier mit am Start. Ich denke halt wirklich, er könnte hier sich's auch leisten, es nur auf die Hero Ability zu gehen und dann end turn. 16 Karten, 16 Karten. Wir haben bisher eine Karte gezogen. Er hat auch eine Karte gezogen, wenn ich es richtig weiß. Er kann natürlich auch irgendwie Deal 1 Damage, genau, plus Execute spielen. Das ist die Alternative, muss man ja einfach mal sagen. Ah, warte mal, die haben ja auch alle Rush. Alex Trotter. Alex Trotter, wie viel Damage haben wir hier? Wir haben 15, 15. Wenn er jetzt kein Armor Output hat, schaffen wir das. Wenn er sich jetzt keine Armor machen kann, schaffen wir das. Wie viel hätten wir sonst? Wir hätten 8. Das würde auch perfekt reichen. Das heißt, wir haben hier 5 und 8 wären 13. 13 plus die zusätzlichen 6 Damage wären 19. 19 Damage in einem Zug ist halt übel insane. Ja, er will hier irgendwas removen, sehe ich das richtig? Er geht hier Full Face, ich denke halt wirklich, dass er sagt, hey, er klatscht das ganze Board. Brawl wird hier wahrscheinlich fliegen. Theorem Rover. Hit it Face. Hit it nochmal die Alex. Trade it nochmal rein. Und ich glaube, das ist GG, oder? Er versucht alles, Leute. Er versucht einfach alles. Ja! Und er kriegt jetzt den Armor-Ding. Oh mein Gott, das ist halt lucky. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verrechnet. Nein, es passt perfekt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Cosmic Anomaly ist ja übel insane einfach nur.
Wir hätten theoretisch auch pingen können, ihn hier freezen, dann hätten wir 8 Damage hier auch noch auf dem Board gehabt. Aber ich wollte das Ganze klassisch, wie es der Freeze Mage normalerweise macht, halt mit den Spells lösen. Waren coole Games. Wir haben hier sogar gegen ein echt starkes Warrior-Deck gewonnen. Also da kann man sagen, was man will. Aber Control Warrior ist nun mal Control Warrior. Egal, ob man ihn jetzt im Wild spielt oder im Standard. Obwohl ich wirklich vermute, dass das ein Standard-Control Warrior ist, wo sich jemand entschieden hat, er spielt ihn im Wild, weil ich keine wirkliche Wildkarte bis jetzt gesehen habe. Dr. Boom ist halt ein sehr, sehr starker Hero, den man sich equippen kann. Mit dem kann man halt wirklich, wirklich viel machen. Und ich denke, wenn er auch mehr Glück gehabt hätte mit der Hero Ability oder wenn er gesagt hätte, hey, ich nutze die Hero Ability, um mir die 7 Armor nochmal ranzuholen, wäre es um einiges schwieriger geworden. Dann hätte ich wahrscheinlich hier pingen müssen, hätte meine Anomaly gespielt. Oh Gott, das hätte, glaube ich, gar nicht funktioniert, oder? Da hätte ich Frostbolt. Doch, dann hätte ich Frostbolt auf den Dude gespielen müssen, der 2-2 noch war. Hätte 8 Damage mit Alex Straja machen können. Dann hätte er nur noch 7 gehabt und dann hätte ich Feuerball Frostbolt casten müssen. Dann hätte es hätte trotzdem gereicht, wenn er das sich anders entschieden hätte. Also es war ein sehr, sehr spannendes Match auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das ganze Deck gefallen. Wenn ja, wenn ihr selber spielen wollt, es ist echt nicht schwierig zu bauen. Ich finde den Deckcode unten in der Videobeschreibung. Es ist ein sehr, sehr starkes Deck. Ich glaube, dass der Cosmic Anomaly Zusatz in dem Deck viel verändern kann und auch viel, viele Matchups für sich entscheiden kann. So, liebe Leute, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.